Hallihallo und willkommen zu einem neuen Filmkritik. Diesmal mit Star Wars Episode 1. Ja, das ist jetzt der Start zu den Reviews, zu den ganzen Star Wars Filmen. Weil ja jetzt im Dezember der achte Teil startet: The Last Jedi. Ja, aber jetzt erstmal hier mit dem ersten Teil. Also, ich meine damit Star Wars Episode 1. Phantom Menace, die dunkle Bedrohung heißt das auf Deutsch. Ja, darum, für manche sehen das ja so, dass dann der erste Teil New Hope ist. Aber ich bin in der Generation aufgewachsen, wo die erste Episode, die mit Anakin, Qui-Gon Jinn und so weiter ist. Darum nenne ich es jetzt auch so. Ja, Episode 1, ja, ist ja eher unbeliebt, ist halt jetzt auch Prequels und ja, natürlich. Ich bin auch auf der Seite, dass die Originalfilme besser sind. Trotzdem finde ich, dass ich mag jeden Star Wars Film eigentlich so, ne? Nur hier versuche ich halt so die Stärken und Schwächen aufzustellen. So Stärken, fangen wir mal an. Qui-Gon Jinn, Hammer. Cooler Jedi-Meister mit Obi-Wan dann als Combo halt Meister und Padawan. Perfekt, wie ich finde. Qui-Gon Jinn als Meister finde ich jetzt nicht so cool wie Obi-Wan selber als Meister in der Zukunft, aber er ist trotzdem sehr cool und macht am meisten Spaß auch in diesem Film. Dann haben wir die Politik, würde ich auch gerne ansprechen, denn ja, wir haben ja halt jetzt ja den Aufstieg von Palpatine praktisch, der ja dann noch, was das ja alles praktisch erst ins Rollen gebracht hat, sein Plan, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, aber insgesamt, sagen wir mal jetzt erstmal so, wir haben natürlich jetzt hier viel mit Jedis zu tun, was ja natürlich auch sehr gut ist. Nur eigentlich so, ja, wir haben ja jetzt hier Qui-Gon Jinn und Obi-Wan, die Verhandlungen abschließen sollten, was aber gescheitert ist durch Darth Sidious. Und ja, durch den ganzen Gewirrwarr kommen sie dann auf Tatooine, treffen auf den jungen Anakin Skywalker, was ich eigentlich alles ganz interessant fand, so wegen Sklaverei, seiner Mutter und Podrennen, obwohl das auch so ein Podrennen, das ist ein-, zweimal interessant und danach irgendwie nicht mehr, weil ist eigentlich schon beim ersten Mal vorhersehbar, aber ja, ist halt dann sehr uninteressant dann später, wie ich finde zumindest. Und ja, dann haben wir weiterhin dann auf Naboo die Königin Amidala und dann halt auch in alles auf Naboo der Kampf und dann auch noch die Gungans mit Jar Jar Binks, der ja auch ganz unbeliebt ist. Ich bin irgendwie da so, ich keine Ahnung, mich interessiert die Figur nicht wirklich, die stört mich jetzt nicht wirklich, aber keine Ahnung, mir wäre das jetzt, ist scheißegal, ob die lebt oder stirbt, das, keine Ahnung, Jar Jar Binks ist mir sowas von egal eigentlich. Und ja, die zusammen alle Anakin, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, Jar Jar Binks und so weiter, ja, haben dann ja am Ende dann halt einen Kampf auf Naboo zu führen, die Gungans gegen die Droiden-Armee und Qui-Gon Jinn und Obi-Wan ja gegen Darth Maul am Ende, der ja irgendwie so, ja, der neue Schüler dann von Darth Sidious ist, der dann ja aber auch verkackt dann irgendwie und dann ja auch später in Clone Wars wiederkommt, was ist aber auch ein großer Schwachpunkt ist, wie ich finde, also jetzt Darth Maul in diesem Film, weil ich finde Darth Maul da, der ist so langweilig, der sagt einmal eben so Ja-Meister oder so und dann war's das, ne? Natürlich haben wir dann auch einen coolen Soundtrack am Ende und so weiter. Generell ist Star Wars ist bekannt für seinen Soundtrack. Aber ja, Darth Maul wird halt irgendwie eigentlich erst in Clone Wars interessant, wie ich finde. Obwohl er ja eigentlich nur in Clone Wars gekommen ist, weil er so beliebt war. Ich weiß jetzt nicht, ob das wegen den Comics liegt. Ich habe bis jetzt noch keinen Comic mit Darth Maul gelesen, muss man dazu sagen. Ich kannte ihn davor eigentlich nur in Episode 1 und dann halt später in Clone Wars und so weiter. Aber das war dann eine große Verbesserung in Clone Wars und Rebels und so weiter. Als dann in dem ersten Teil das... Der war mir schon so egal, das war ja damals auch noch so ein Wirrwarr wegen den Doppellaserschwert und so weiter. Ist natürlich cool und so weiter, aber Darth Maul selber, keine Ahnung, ist mir, der ist langweilig da gewesen. Der war einfach irgendein Sith-Schüler, der irgendwie der Bösewicht dann da ist, ne? Aber ja, im Großen und Ganzen finde ich Star Wars Episode 1 gut.
nicht, längst nicht der beste Star Wars-Film, aber wie ich finde, auch nicht der schlechteste, muss man dazu auch noch sagen. Denn wie schon gesagt, wir haben hier coole Jedis, wir haben dann ja auch später noch mit Yoda und Mace Windu zu tun, aber auch eher mehr am Rande. Und dann halt auch noch die Politik mit dem Aufstieg von Palpatine und dann auch noch, wenn man der Theorie glauben möchte, dass im Hintergrund mal Darth Plagueis zu sehen ist. Und ja, in der Zeit hat ja auch Plagueis noch gelebt. Und ja, das hat sich dann ja auch alles erst entwickelt mit seinem Tod und so weiter und so fort. Und ja, das ist halt jetzt auch so praktisch so der Auftakt dieser Prequel-Trilogie. Und den Einstieg in die ja, Republic, sag ich mal jetzt einfach mal so. Und man muss das ja auch noch so, das finde ich immer so schade irgendwie, dass man eigentlich in dieser Zeit jetzt so erlebt, weil ich habe die Filme das erste Mal 2008, 2009 irgendwie gesehen, glaube ich. Und die Filme sind ja aber, zum Beispiel der erste Teil jetzt ist 1999 rausgekommen. Und wie das für Fans sein musste damals irgendwie so, dass man Ben Kenobi eigentlich nur so kennt, also in Teil 4 kennt so und dann halt in den weiteren als Machtgeist. Und jetzt sieht man den da als Padawan mit seinem Meister. Und das ist, das muss einfach, das kann ich mir nur Hammer vorstellen. Das ist ja jetzt eigentlich noch so richtig Hammer. Aber ja, jetzt guckt man das praktisch ja auch in chronologischer Reihenfolge und dann ergibt sich das ja alles. Aber ja. Star Wars 1 ist in meinen Augen schon ein guter Film, aber kann dann aber auch schon die Kritiken an den Film verstehen. Also das ist so im Großen und Ganzen das Fazit dieser Review. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Episode 1 fandet und oder findet. Und ja, das war's. Bis zur Review zum zweiten Teil und ciao.